Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Feed the Beast Light. Ich bin's, der Black. Und, ach scheiße, ich gehe einfach mit denen hier auf Tour. Die Portal Gun möchte ich noch mitnehmen. Damit ich, ja, ein Portal setzen kann, um wieder nach Hause zu kommen. Das wäre ja wirklich einfach. Ich hoffe mal, dass ich die nicht verliere unterwegs. Das wäre eher ungünstig. So, Portal Gun. Ich setze mal einfach beide Portale hier rein. Oben ist das andere. Das hätte ich jetzt auch gleich nehmen können, um einfach hochzugehen. Hier. Und das eine wieder um hier. Ach komm, weißt du was? Hier, komm an die Wand. Zack. Okay. Und dann geht schon wieder die Sonne unter. Okay. Gehen wir mal rein. Und pennen. You can only sleep at night. Ganz toll. Ich brauchte eh noch einen Eimer. Ich wollte eh noch einen Eimer mitnehmen. Da war einer. Da waren zwei. Weil ich bin auf der Suche nach ganz, ganz, ganz bestimmten Dingen. Ja. Meine Lasers Aiming. Ja, keine Ahnung, was da war. Jetzt eben doch nicht mehr. Oh, hier unten haben wir noch. Haufenweise Mobs. Mal schauen, wenn ich es noch auf Level 30 schaffe mit ein paar Mobs XP. Na, Level 29 kriege ich vielleicht gleich hin. Da ist ja noch was unterwegs. Dann wäre das auch nicht schlecht. Dann könnte ich noch die Dings verzaubern. So, nein. Was wollte ich hier? Achso, hier wollte ich dieser hier. Die Axe of the Steam. Für den Fall, dass wir einen Silverwood Tree finden. Die Möglichkeit besteht immerhin. Und ja, ich hoffe das Beste. So. Mist. Na gut, was soll's. Ich gehe trotzdem los. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir schon mal gegangen sind. Ich gehe einfach mal hier lang. Ganz pauschal. Laufen wir. Habe ich heute Futter mit? Futter habe ich genug mit. Ja, okay. Die Eimer kann ich erstmal wegtun. Wenn ich das finde, was ich für die Eimer brauche, ist gut. Die Chestplate. Damit ich wenigstens die noch mitnehme, die Bronze Chestplate. Ich brauche ja nicht die ganze Zeit hüpfen. Oder Jetpacken. Wäre gar nicht mal so schlecht. Komme ich ein bisschen schneller voran. Muss nur gucken, wo ich die habe. Müsste wahrscheinlich hier irgendwo. Wir sind. Warum habe ich die wieder rausgeschmissen? Bin ich blöd? Na, ich nehme den Eisenharnisch mit. Ist egal, welchen nicht. Oder habe ich die Bronze Chestplate noch? Finde sie gerade nicht. Nein! Halb so wild. Steelboots brauche ich auch nicht unbedingt. Ich habe ja eine Hose, nehme ich mit, weil die andere ist eh fast hinüber. Und, okay, jetzt aber. Hier drüben noch schnell ein paar Mobs suchen. Da war ein Enderman, der sich durch die Gegend portet. Da hinten ist er. Keine Ahnung, regnet nicht, warum der auch immer hier sich durch die Gegend wurstelt so extrem. Aber Dankeschön. Und weiter geht's jetzt aber nochmal. Chestplate an. Komm, Chestplate an. Dankeschön. Ich habe einen Pfeil im Kopf. Aua. Und los geht's. Auf die Reise, auf die Reise. Immer auf dieselbe Weise. Ich weiß nicht, bin ich in die Richtung schon mal gelaufen? Put, put, put war in die Richtung. Okay, dann gehe ich jetzt mal so leicht quer. Weil ich suche zum einen nach Silver Trees. Ist der ja. Und zum anderen... nach die Bienenstücken suche ich jetzt nicht unbedingt, aber na gut, okay, wenn die schon mal da sind. So, Went of Excavation. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt mit dem Bee-Zeug irgendwas anfangen kann, weil es war mir schon von Anfang an ein bisschen kompliziert, aber na gut, okay. Was du hast, hast du. So sehe ich das. Erstmal haben und ein Stückchen weg sein. Hier hinten ist schon wieder Wüste. Wüste könnte. Ich kann ja mal kurz. Weil das, was ich eigentlich suche, neben den Silverwood Trees, könnte man vielleicht von Weitem hier sehen. Guck ich mal, guck mal, guck mal. Hopp, 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 hopp. Nein, hier ist nichts zu sehen. Nun gut. Ich gehe einfach hier in die Richtung weiter. Ja, Wurst. Dem Flusslauf sozusagen folgen, aber auf der anderen Seite. Guck mal, Hühnchen. Und ich bin so weit gelaufen für die Hühnchen. Ihr Mistviecher, na kommt mal mit. Bin gar nicht so. Ich nehme euch mit. In Fleischform. Weil Federn kann ich immer brauchen. Haben wir so eine Mühe gemacht wegen Federn. So. Jetzt. Achso, der Dü hat keine Hühner. Naja, gut, wenn er lieb ist. Nee, der hat eigentlich genug Eier. Der hat genug Eier. Also eigentlich durfte der sich auch eine Hühnerform machen können. Also brauche ich nicht so böse sein. Hehehe. So, hier unten ist Clay. Clay ist auch schee, aber brauche ich nicht. Nicht das, was ich suche. Und ja, jeder fragt sich bestimmt, was ich suche.
Ich selbst weiß es auch nicht. Nee, ernsthaft. Ich suche nach, zum einen Öl. Öl gibt es hier so irgendwie random, gibt es da manchmal ein paar Ölquellen und so. Und ich suche jetzt eine Ölquelle, in der ich, ein bisschen Öl finde, wie gesagt. Und nicht nur ein bisschen Öl, sondern eben auch diese, Silver Trees wären nicht schlecht. Aber beides ist halt nicht unbedingt selten. Ja doch, es ist selten. So. Habe ich wo Holz mit? Nein, habe ich kein Holz mit. Komm, machen wir mal so hier. Oder ich habe ja noch hier, die hier. Wir sind übrigens weit genug weg, lieber Dü. Also wenn du hier einen Stumpel stehen lässt, so wie ich es jetzt gleich mache, ist vollkommen Wurst. Oh, ich lass doch keinen Stumpel stehen. So, hopp. So. Und einmal Crafting Table. Okay. Den setze ich mal aufs Eis. Weil hier drüben schon wieder ziemlich viel Dings ist, brauche ich mir sicherheitshalber schon mal ein Boot. Zack. Vielleicht besser. Weil so komme ich, selbst wenn ich nicht schwimmen will, sondern mit dem Jetpack durch die Gegend düse, komme ich mit dem Boot doch ein bisschen schneller voran, denke ich. So. Wenn ihr irgendwas Schwarzes aus dem Boden ragen seht, sagt mir Bescheid. Ich benötige Öl. Steht da jetzt. Oh ne, ich glaube entweder hier war ich schon mal oder die war schon mal hier. Ich glaube ich war schon mal hier. Oder war das du? Keine Ahnung, aber der baut sich in der Regel nicht so viel offscreen. Das heißt, ich glaube ich war selber schon mal hier. Mist. Na gut, dann fahre ich halt weiter. Was soll's? Komm runter. Runter. Los. Ich hab das noch ein bisschen draufgesetzt, so Mist. So, dann schauen wir mal, wo wir ankommen. Hier sind es auch Hühner. Ei verbipscht. So. Aufs weite Meer fliegt der Black. Naja, gut, er fliegt vielleicht nicht, aber er ist auf dem weiten Meer. Auch auf dem Meer kann es manchmal sein, dass irgendwo eine Ölquelle ist. Auch das würden wir sehen und auch das würde ich begrüßen. Hier ist gerade keine. Schön ist natürlich, dass man auch trotz des blauen Wassers hier ein bisschen drunter schauen kann. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht, dass ich irgendwo anecke. So, hier ist Sumpfgebiet. Also sollte ich hier schon langsam machen. Ich will das Boot ja nicht unnötig gleich kaputt machen. Sagt es und es geht kaputt. Wahrscheinlich wieder an so einer blöden Seerose. Wie ärgerlich. Was haben wir denn hier? Einen Vulkan wahrscheinlich. Okay, ich muss aber erstmal... wo ist denn? Lalalala. Was ist was zu essen? Essen. Haben wir hier. Nimm. So, mache ich halt ein neues Boot. Ist ja kein Problem. So, hopp. Ärgerlich. Äußerst ärgerlich, aber ja, was soll's. Muss man mit rechnen, wenn man hier mitten im Wasser rumsteht. Zack. Neues Boot. Wieder aufgesessen. Ab. Und dann hier vorbei. Na gut, okay. So weit hätte ich wahrscheinlich nicht mehr gemusst. Weil da hinten der Vulkan. Oh, put. Ich komme dem put schon wieder viel zu nah. Bumm. Und damit hat er es schon wieder kaputt gemacht. Ach, Black, mach doch keine Scheiße. Naja, was soll's. Einfachheit halber geht's jetzt eh erstmal über das Meer. Guck mal hier, das sieht ja cool aus. Ein Kreuzsee. Hier, das nehme ich auch mal mit. Auch wenn ich die auch nicht brauche. Erstmal alle mitnehmen. Oh. Schon wieder voll. Die Reise kaum begonnen und ich bin schon wieder voll. Warum habe ich hier eigentlich zwei RE-Batterien mit? Versteht kein Mensch manchmal den Black. Na gut, dann nehme ich mal das hier. Hau die Stickies raus. Und hepp. Hallo? Achso, ich habe ja kein Jetpack an. Okay, mach mal hier. Und hau das Portal dahin. Bin wieder zu Hause. Und kann wenigstens mal die Bienen hier raushauen. Klatsch. Das brauche ich nicht. Das kann auch erstmal raus. Okay, das sowieso. E-Batterien hätte ich unten mit einsortieren können. Aber was soll's. Hopp. Wow, manchmal bleibt man nämlich da hängen. Das ist nicht so schön. So, okay. Und weiter.
Da ist ein Vulkan. Vulkan heißt eigentlich, dass da irgendwas Vulkanisches ist. Ich gehe mal den Vulkan rauf. Just for fun. Und ja, ich weiß, mein Jetpack. Und nein, habe ich absichtlich. So, nur dass ihr es wisst. Dann kann ich ja mal gucken, ob ich hier irgendwie die Welt ein bisschen überblicken kann. Nee, kann ich nicht, weil es dunkel wird. Ich hätte auch noch gleich pennen gehen müssen. Kann ja keiner riechen. Hühnis. Also Hühnis nicht. Hühner. Hallo Hühner. Dankeschön. Eier. Eier habe ich auch schön fein. Komm mal her. Put, put. Tschüssi. Da ist noch eins. Wolltest du mir entkommen oder was? Nicht mit mir. Komm, ich brauche Fleisch. Dankeschön. Ich nähe mich schon wieder. Put, put, put. Ich nähe mich da drüben. Latest Death. Ich habe mich voll verirrt. Welche Richtung will ich denn? Ich will die Richtung. Über den Vulkan also. Quer drüber. Und zwar... Gehe ich erstmal wieder pennen. Pennen ist immer gut, damit ich mich wieder so festbacke. Machen wir so. Hier scheint es irgendwie noch dunkler zu sein, oder? Kann das sein? Gibt's. Hier ist viel dunkler. Mann! Geht die Zeit hier anders bei mir? Wäre ja mal was ganz Neues. Nee, eigentlich nicht. So. Ab ins Betty. Schon schön. Okay. Und dann wieder. Ab durchs Typen. Sehr schön. Und weiter weg von zu Hause, also in die Richtung ungefähr. Hopf, 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 hopf. Die ganzen Wegpunkte liegen hinter uns. Ich will ja mal ein bisschen Welt erkunden, ein bisschen sein, ein bisschen die Seele baumeln lassen hier. Hopp. Ich habe keinen Wassereimer mit, fällt mir ein. Naja, gut, ich denke, das wird sich dann schon noch machen lassen. Wasser haben wir da unten genug. Ah, la 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 la. Habe ich ein Boot wieder? Nein, habe ich wieder kein Boot. Wird langsam knapp, auch mit dem Holz, was wir ja schon gemacht haben. Aber kriegen wir schon hin. Einmal so. Und 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Hopp. Boot. Rein. Los geht's. Und dann schaue ich mal, dass ich nach Möglichkeiten nirgendwo anecke. Ich brauche Öl, Leute. Öl. Jojobaöl, Olivenöl, Erdöl, scheißegal, Hauptsache Öl. Lalalalalala. So, mal aus den gefährlichen Seerosen raus hier. Ein bisschen vorwärts. Durchs weite Meer. Ja, man sieht ja wirklich weit und breit nichts. Na gut. Aber zumindest sieht man unten dann haufenweise Squids, also Tintenfische. Lalalalalala, komm. Hier vorne steigt es wieder ein bisschen an. Das heißt, es dürfte bald hoffentlich ein bisschen bergauf gehen. Ah, bald müsste ich vielleicht irgendwo mal... Nee. Vielleicht hier in der Richtung eher. Aber ist egal. Komm, wir fliegen. Wir fliegen nicht. Wir fahren. Wir fahren übers weite Meer. Immer hin und immer her. Und wir sehen gar kein Ende. Das Ganze bringt so bald die Wende. Lalalala. Na komm. Ich will da nur was sehen, ja. Sonst am Ende reise ich das nächste Mal auch unterirdisch. Und suche mir irgendwo ein Stückchen Land auf einer Ecke. Aber bei meinem Glück würde ich auch mitten auf dem Meer rauskommen. Baue mir quasi per Obsidian unten in der Hölle ein weiteres Tor wie der Dü. Und komm. Genau daraus, wo ich nicht rauskommen will. So würde es mir gehen. Lalalala. So, ich kann mal... Wird zwar vielleicht ein bisschen flexdrogen, Leute, tut mir leid, aber ich muss halt doch mal Optionen. Doch, Optionen, war schon richtig. Optionen, Grafikeinstellungen, so, V160. Na okay, die Framerate ist gleich schlecht. Momentan ist die gerade bei Minecraft unglaublich mies bei mir. Verstehe ich nicht. Normalerweise klappt immer alles. Verstehe das nicht. So. Ein bisschen gesunken ist er jetzt. Das liegt aber auch zum Teil daran, dass der Server ordentlich arbeiten muss, weil ich muss ja mal hier endlich neue Chunks erstellen. Das muss er jetzt alles machen. Der bastelt hier ganz schön. Oh, guck mal an. Ich sehe Land. Ich sehe Land.
Und ich habe Land in Sicht. Mein Boot. Ohne mein Boot gehe ich nicht, denn ich habe Land in Sicht. Hopp. Einmal aufwärts. Jetzt sagen wir nicht, dass das hier alles ist. Werde ich zur Sau. Da wäre dich fuchsteufelswild. Aber, nee, da hinten scheint es weiter zu gehen. Okay, Leute, wir sind auf einem neuen Kontinent und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.